Konnichiwa, ihr lieben Ninjas, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mario Kart 8 Deluxe zusammen mit MG. Guten Tag und mit dem Fresh. Mhm. Das Gaming Ninjas Team, ne? Wobei, so fresh bin ich gerade gar nicht, ja. Nee. Bei dem Wetter hier. Ich hoffe, gleich kommt Regen. Ich mach instant mein Fenster ganz auf. Heute ist so ein Wetter, heute kann man Eis beim Schmelzen zusehen. Ja. An dem Polarkap. Oh, ich könnte mir eigentlich mal eins gönnen. Ich müsste halt so eine Eisdiele fahren. Ja, ich habe mir extra gestern so ein Big Pack irgendwas gekauft. Ja. Julia hat die Woche mal bei unserer Eisdiele, wo wir immer hingehen, angefragt, ob die mal wieder Orangeneis haben, weil war abgöttisch geil von denen, das Orangeneis. Ja, jetzt kann es sein, dass ich bald eine Schale von denen einfach mal so rumsticht habe. Also so ein Kühlfach habe. Okay. Und der Eisdiele um die Ecke. Weil weil sie es nicht mehr im Verkauf tun, weil das zu schlecht verkauft wurde. Ich fand's halt hammermäßig. Dann kauft ihr direkt eine ganze Schale. Naja. Nee, glaube ich nicht, dass ich die kostenlos krieg. Kannst du mal abessen. Lustig. Nee, wenn der sagt, ja, komm, für den Preis mache ich's, ich hole sie. Auch wenn es 50 Euro kostet, ist mir egal. Ja, gar nicht. Nix gibt's. Was? Ich hatte doch noch eine rote. Nee, ich hab beide weggehauen. Mit dem Bumerang. Ja, die grünen, aber doch nicht die roten. Ach so, die weiß ich nicht. Die sind missing in action. Defense! Aber den ersten kriege ich nicht mehr. Ja, klar! Ich bin unter der Blauen weggefahren! Er fährt unter der Blauen weg! Mein Pilz hat unter den. Meiner Blauen fährt er weg! Genau im richtigen es Moment! Es gibt nichts Unverdientes. Genau im richtigen Moment den Pilz gezündet. Alter, hatte ich auch noch nie. Hat muss man mal gemacht haben. Lockt sich durch, Freunde. Das ist Können, mein Junge. Das ist natürlich. Können. Natürlich. Ja, man muss die Tricks kennen. Natürlich. Natürlich muss man wie die Tricks kennen. Wie konnte ich das nur vergessen, dass das Können ist? Ja. Es tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Ja, schön, dass du es vergessen hast. Eieiei. So. Jetzt wird's meine Map. Bei Animal Crossing will eh keiner spielen. Na doch. Das wollen wir. Nee. Einförmlich dann. Eine muntere Auswahl, ne? Es kommt genau seine Map. Ja, genau. Er hat kurz den Cheat angemacht. Ja, ich habe bei Verpester eingekauft. Und nein, ich habe immer noch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe ihn sogar mittlerweile schon live gesehen. Mein Gott. Was, ne? Der war beim Grillen auch dabei. Ich finde es halt immer noch fies, dass er mich nicht einladet. Ja, wir haben uns ja quasi in der Mitte getroffen von allen. Und das hätte den Schwerpunkt zu weit nach unten fassen. Um ehrlich zu sein, das wäre mir auch scheißegal gewesen, kannst du mal glauben. Dass ich da zu euch hinfahre. Ne, wir hätten das schon berechnet. Also Hingo hat das schon quasi genau die Mitte gesucht. Und dann war es quasi bei Winterberg. Aber im Winterberg selbst gab es nichts, also haben wir dann Mesche gegeben. Ach so. Also da hätte es schon was gegeben, aber halt, ne. Nicht so kurzfristig und. Ja, ich hätte schon ziemlich in den Süden gezogen, die ganze Sache. Aber wie gesagt, mich hätte es ja auch nicht gestört, dahin zu fahren.
So was interessiert mich auch nicht, wie viele Kilometer das sind oder was. Wenn es Spaß macht, fahre ich gerne. Ach, komm mal. Nee, der spielt nicht mit. Das ist sicher, hier sind ein paar Franzosen dabei. Ja, aber der spielt nicht mit. Wer weiß, was die Fußballstars so in ihrer Freizeit treiben, ne? Fortnite spielen. Ja, viele, aber... Vielleicht habe ich schon mal einen mit. Spielt's ja auch relativ häufig in letzter Zeit. Ja, hättest du mal angefangen zu spielen, wie ich es gesagt habe. Ja, so ist das Leben, ne? Oh, mit der Grafik kann ich mich nie anfreunden. Das werde ich nie angucken. Und mittendrin, aus dem Nichts, spiel das. Für mich war das aus dem Nichts. War auch aus dem Nichts. Nicht nur für dich, war einfach so, oh, spiel ich mal Fortnite, habe ich mal Lust drauf. Und dann hängen geblieben. Ja, aber total hängen geblieben dran. Aber ich habe dem Vorhinein schon gesagt, es wird was Großes. Weiter. Oh, da kommt echt noch eine Grüne, die mich... Oh, kam die von vorne? Sechster, nee, die war von hinten. Ach so, ja, okay. Weil ich am Ziel wieder meine Grüne nach hinten geschossen. Plus eins. Die Rosalina ist krass. Seitdem die in der Lobby ist, gewinnt die nur. Ja, schon irgendwie. Bei ihr zumindest. Bei ihm. Bei S. Bei etwas. Das S muss mit. Partystraße. So, 11.11 Uhr, Freunde. Aber nicht am 11.11., sondern am 31.05. Für uns. Für uns, ja. Rauskommen tut sie am 14.06. Zwei Wochen. Na, ist jetzt nicht unbedingt viel. Na, momentan noch nicht. Wir machen ja noch drei danach. Ja. Auf mal drei Wochen. Ja. Und am Wochenende Feiertag versuchen wir wieder PUBG, oder wie? Nee, so schnell haben wir jetzt keinen mehr. Oktober. Ich glaube, der nächste ist der 3. Oktober oder so. Ja, ja. Und da bin ich mir nicht mal sicher, ob der nicht am Wochenende ist. Nee, das ist ein Mittwoch. Boah. Oh, wie kacke ist der Mittwoch, bitte? Ja, ist so mitten in der Woche, ne? Also zwei kurze Wochen quasi. Ja. In einer verpackt. Vor allem die zweite ist kürzer als die erste. Warum? Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel Spätschicht habe. Ja, dann. Dann hast du nur einen Tag. Ohne Scheiß, dann müsste ich aber den Donnerstag beantragen. Die Idee, ne? Das wäre Hammer. Das wäre echt Hammer. Wenn du da Spätschicht hast. Da muss ich gucken. Und bis dahin ändert sich das vielleicht ja auch nochmal. Kollege krank, hast du Normalschicht. Nee. Echt? Nee. Schichten ändern sich bei mir nicht mehr. Auch nicht, wenn der Kollege krank ist? Nee. Aber du hattest das ja, meintest du irgendwie. Ja. Du hattest eine Normalschicht. Mach ich ihnen aber nicht mehr. Können sie mich mal. Oh je. Da komme ich denen lieber 6 Wochen am Stück um 5 Uhr in der Früh, als dass ich nochmal Normalschicht mache dann. Bei mir einfach das Geld abgeht. Ich bin die Bombe gefallen. Ja. Die hast du gut gedroppt. Dein Boomer. Nein. Bin Siebter gerade. Eine Zeit für Rot. Nein, ich fall runter. In manchen Ecken braucht Lakilo eine halbe Ewigkeit, bis er einen absetzt. Ich hab die.
Fuck it! Fahre ich mich an der Wand fest. Wie viel Zerbisse? Wie viel Zerbisse? Siebter, du hast mich gerade mit deinem fucking Bumerang erwischt. Ich hatte gar keinen Bumerang. Dann halt nicht. Nein! Ich fall halt nochmal runter, original. Und noch ein Blitz. Der siebter, achter, neunter, zehnter. Ich werde richtig gut zurecht. Ich bin elfter, ich bin immer noch hinter dir. Ich war dritter. Ja, schön. Komm vor, ne? Das ist ein schönes Gefühl. Eine kommt noch, sagt er. Eieiei. Mann. Ich wollte gerade beim Handy eine Mitteilung wegwischen, ne? Und haargenau dann kommt eine andere und ich habe die direkt weggewischt. Ich weiß jetzt nicht, was das war. Ja, das ist immer kacke, ne? Echt genau in der Millisekunde so. Ich wisch, zack, weg, ich denke. Ja? So, da ist der Kalender. Was mich mittlerweile an den Dingern stört, an den Kalendern, dass nirgendwo die Kalenderwoche dran steht. Warum stört dich das? Weil ich anhand der Kalenderwochen sagen kann, welche Schicht ich habe. Deswegen stört mich das. Achso, du hast gerade die Schicht und gerade die. Ja, genau. Zum Beispiel, die Woche haben wir eine ungerade Woche, also habe ich Frühschicht. Und nächste Woche ist eine gerade, also habe ich Spätschicht. Und so kann man das natürlich weiter vollziehen. Es ändert sich ja auch nicht, solange bis wir wieder mal eine 53er Jahr haben. Mit 53 Kalenderwochen. So wie wir es vorletztes Jahr hatten. Er droppt die Bombe halt wieder, Pearl. Erst drück ich dir die rote, jetzt die Bombe. Ja, komm, Junge, du musst nicht nur auf mich gehen, versuch Plätze zu gewinnen. Mach ich ja. Hab schon wieder einen gewonnen. Ja, hättest du die Bombe nach vorne gesteuert, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen. Die waren weit weg, die Leute. Eigentlich nicht. Doch, da. Alle den Wurfreichweite. Bombe in Zusammenarbeit mit dem Sprung. Ich war es nicht. Ich werde zurückgesetzt. Und da werde ich von der fucking Blauen getroffen. Warte. Und du war ich drüber. Oh ja, ich bin Zehnter. Weil dann Scheißdreck tun und dir meine Platzierung jetzt durchgeben. Siehst du eh auf dem Radar, dass du Achter bist? Nee, jetzt bin ich Achter geworden. Nehmen wir, ne? Ja, den Blitz. Und das hatte gerade keiner Kugel wie die Stern irgendwas. Hast du extra drauf geguckt, oder? Nee, Mann, der Zufall bist du. Ich werd schon wieder durch so eine Kacke getroffen. Mach doch Plätze gut und feuer nicht nach hinten. Ich hab beides gemacht, du Hong. Ich hab erst nach vorne, dann nach hinten gefeuert. Warum nach hinten? Dass keiner vorbeizieht, in dem Moment, wo ich schon am Boden lieg und japse. Fünfter. Vierter. Was? Wie bist du Vierter geworden? Ich bin Geist gewesen. Ein Geist war. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich denk schon. Eieiei, Freunde. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei unseren anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein.